So, da sind wir wieder bei einer neuen Runde COD Black Ops. Was sage ich, Black Ops 2? Ne, Ghost. Ja, das werden jetzt die nächsten drei Folgen werden leider jetzt nachsynchronisiert. Und zwar aus dem folgenden Grund: ja, ich habe vergessen, wie soll ich sagen, die Einstellungen zu machen, dass ich auch mein Mikro aufnehme. Jetzt habe ich nur den Sound von Windows aufgenommen. Und ja, jetzt bearbeite ich das kurz nach und we will see, wie das was da rauskommt. Vielleicht nehme ich jetzt die nächsten zwei Folgen nochmal neu auf. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, die werde ich jetzt nachsynchronisieren. Und zwar aus dem Grund, weil ich habe gestern keins hochgespielt, kein Video. Und ja, das möchte ich heute schon noch machen. Und ja, ich denke mal, so geht es am schnellsten. Und ja. Und zuerst, ich bin von einem Spieler aufmerksam gemacht worden, von einem Zuschauer, ich sollte mal wie soll ich sagen, die Vorteile zwischen Black Ops 2, BAM, habe ich dann weggerotzt. Zwischen Black Ops 2 und Ghost, was die Verbesserungen sind und so und was jetzt schlechter ist. Zum ersten Mal ist da zum Beispiel der Sound, der ist einfach bei Black Ops 2 finde ich besser, gell? Weil hier bei Ghost ist das irgendwie sehr basslastig. Und da habe ich gar kein Ziel, es darf doch nicht wahr sein. Okay, da hat mir einen weggeschnappt, den Kill. So. Ja, mal schauen, was da drin ist. Ja. So, wo war der? Okay. So, bei uns hat schon eine 5er-Abschussserie. Zwar der Chris, keine Ahnung, ich kenne den nicht. Und da hat uns einer weggemacht. Okay. So, das war wohl nichts. Ja. Da haben wir den Hund gesehen. Und da ist einer drin. Was? Okay. Aber da werde ich geflasht, zu wenig geflasht. Da legen wir uns hin. Oh, geklappt. Ja, also zum Beispiel der Vorteil ist, auch noch bei von Ghost, zum Beispiel das auf der Seite befindliche Menü. Oh, kann man. Oh, shit, da drücke ich ein ganzes Magazin rein. Oh, 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 ich bin das mal. Oh, oh. Puh. War knapp, aber wir haben es gewonnen. So, ne, was noch cool ist, ist das System von der Anzeigen, von der KD und so weiter, das was rechts am Bildschirm ist, also wenn man Tab drückt, das war normalerweise immer mitten im Bild und hat es mir manchmal passieren können, dass, naja, wie soll ich sagen, ja, wenn man geschossen hat oder so und zufällig draufgekommen ist, dass das nicht sehr optimal war. Oh, BAM! Und da werden wir von hinten gleich gekillt. Okay, wir haben ein Trophy-System bekommen. Setzen wir auch dann gleich ein. Oh, das sind wir schön rübergeslidet. Ja. So. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oh, und da hat uns einer. Ist klar, mit dem Scharfschützengewehr. Ich bin Camper. Oh, geht schon, komm. Der hat mir den Kill geschossen. Alter, ist das unfair. Und da. Nein! Solche Camper. Ich verstehe es einfach nicht. Das hat irgendwie nichts von Spielen. Nein, es ist effektiv und so, aber trotzdem. Irgendwie finde ich es pussyhaft. So. Was ich auch noch cool finde, ist zum Beispiel. Okay. der Hund hier bei dem Spiel, das sind wir jetzt in der Mitte, zum Beispiel die Ticks, finde ich auch sehr geil gemacht, damit man sieht, wie weit die aufgeladen ist. Oh, das ist viel zu weit. Okay, wo war der? Der war doch gerade eben da. Oh. Oh, wieso? Warum geht das nicht in die Luft? Ich
Toll. Ich habe mir gedacht, die Satcom ist so, als was in die Luft geht. Naja, ich habe noch nie eine Satcom gesehen. Oder geschweige denn mit einer Satcom sonst je gespielt. Was würde ich jetzt über den Hund sagen? Genau, der Hund. Ich finde eins als geil, dass er mitläuft und die sozusagen den Arsch rettet. Und ja, und genau. Hatte er ihm jetzt seinen Arsch gerettet, obwohl er schon tot war. Nee, auf jeden Fall. Oh Mann! Jawohl. So, müssen nachladen. Okay, der ist gestorben. So, mal schauen, ob da noch einer ist. Toll. Von hinten und von vorne. Ja, ist klar. So. Oh, leichte Lags, würde ich sagen. Ja, vielleicht wird es erinnern besser. Jawohl. Wir gewinnen diesen Kampf. Ja, geht sich einigermaßen. Und da wird uns einer gleich sehen. Hohoho, hat's eine Rose gemacht. Ne, zum Beispiel beim Hund, also er rettet die einerseits am Arsch, aber hilft auch nicht wirklich, sag ich mal. Weil er läuft irgendwie nur hinterher und ja, was geil ist, ihn kann man so schwer treffen teilweise. Gerade in verzückten Situationen ist es gerade nicht so optimal. Oh, bam, wir haben ihn weggerotzt. Schau, ob da unten einer ist. Nope, der ist wohl schon tot. Oh, wo bin ich Schaden hergekommen? So, da ist er nicht. Und da haben wir einen Heli auch, sehe ich gerade auf der Map. So. Ja. Wo sind sie? Da ist er. Chris haben wir. Oder? Wenn haben wir weggerissen? Chris haben wir weggehauen. Okay, du ärgerst. Liegt wieder einer. So, ich camper teilweise. Feindliche Oracle. So. Oh. Oh, seht euch das an. Der geilste letzte Kill, würde ich sagen. Zumindest in der jetzigen Aufnahme. Oh, da laufen wir rein. Zücken das Messer. Drehen uns um. Bam. Und da zerfetzen wir immer noch das Funkgerät. Ja. Okay, da. Look at my. Da gibt schon wieder Vollgas. Ne, auf jeden Fall ist hoffentlich nächstes Mal sehen wir uns ohne eine synchronisierten Folge. Und wir sagen bis dann. Ciao.